Professor David Perkins, wer hat schon mal von dem gehört? David Perkins geschrieben, okay. Nur zwei. Er hat etwas Spannendes vorgestellt, und zwar wollte er wissen, wie wird man denn wirklich herausragend, Harvard-Professor, in seiner Leistung, wie schafft man herausragende Erlebnisse zu liefern? Und was der Mann herausgefunden hat, war, dass es zwei Formen oder eigentlich drei Strategien gibt, und die möchte ich mit dir gerne teilen. Form Nummer eins ist passiv bzw. Genetik. Und der Mann hat herausgefunden, dass es so etwas von der Geburt gibt, von Anfang an, wie Langsamdenker und Schnelldenker. Und das Ganze ist vergleichbar mit Lotto, weil das ist wortwörtlich, Mutter Natur hat zugeschlagen. Gut, wenn du schlaue Eltern hast, tendenziell eher einfacher, muss allerdings nichts bedeuten. Mein Papst, würde ich sagen, ist schon ein Burner, also ein sehr, sehr smarter Mann, auch viel gelesen und alles. Allerdings weiß ich noch wie heute, also Lotterie bedeutet, es gibt diejenigen, die relativ schnell im Denken sind. Und da gibt es diejenigen, die haben eher langsame Hirnwellen. Und das bedeutet nichts anderes, wie schnell kommuniziert eine Nervenzelle mit der anderen. Verständlich? So, das heißt, denen geht super. Ich mache mal hier einen kleinen, wo ist das hier? Und die sind diejenigen so, die in der Schule als letztes lachen. Ja? Da hat der Lehrer einen Witz gemacht, so der erste lacht schon, der dritte auch und der letzte denkt so, was war das hier? Aber ich mache jetzt, verstehst? Das sind die. Die Schnelldenker, das sind diejenigen, die relativ schnellen Zugang zu Dingen haben und sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe haben, aber auch relativ schlagfertig. Daran erkennst du die. Denk mal an die ganzen Glückspilze in der Schule, die du immer bewundert hast, weil du dachtest so, wie macht ihr das oder die? Irgendwie immer schlagfertig, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, beliebt, konnte sich eloquent ausdrücken und. Habt ihr jemand im Kopf aus der Kindheit? Schule? Meistens der Fall, Schnelldenker. Ich bin zum Beispiel ganz klar Langsamdenker, stimmt wirklich. Und erinnere mich noch wie heute, ich war damals 8, 9 oder sowas, meine Mom ist damals zum Arzt gegangen, die haben mich da vernetzt, haben meine Gehirnströme gemessen. Und ich weiß noch wie heute, ich habe den Arzt damals in Russland noch, in der Ukraine, hat er gehört, hatte zu ihr irgendwie geflüstert und meinte, seien Sie tough, Ihr Sohn hat ein schweres Leben vor sich. Also wortwörtlich, das war so der Sinn, die Bedeutung dessen. Und dann weiß ich noch, meine Mom hat dann nur mit ihm alleine geredet, weil ich habe ich draußen vor dem Raum gewartet. Und dann kam sie raus, hat mich total bleich, war sie im Gesicht, hat mich angeschaut und sagt, Junge, geht's dir gut? Und ich dachte so, was geht denn jetzt? Die gute Nachricht, jetzt könnten wir das Seminar beenden, also Freunde, ne? Glück oder Pech? Und die gute Nachricht, das ist das, was heute die Genetik, hast du ja Bruce Lipton mit, ne? Beweist, dass du heute Einfluss darauf nehmen kannst, und zwar aktiv mit nicht deiner Genetik, sondern mit deiner Erfahrung, was du mit deinem Leben machst. Ich mache mal hier statt Lotto, mache ich mal hier Erfolg. Das passt doch gut. Und das heißt, Langsamdenker, um das Ganze praktisch zu verdeutlichen, das sind diejenigen, jedes Mal, wenn die etwas Neues bekommen, also von der Lotterie, von der Mutter Natur nicht gerade gesegnet, so wie ich, jedes Mal, wenn die in eine neue Situation reinkommen, die ihnen komplett unbekannt sind, dann sind die total voller Stresshormone, weil die denken, oh, ich bin gerade überfordert, weil sie brauchen von der Zeit her länger, bis sie das verstehen. So wie der Witz in der Schule. Logisch? Ganz kurz, halt mal fest. Bei der Erfahrung ist es nur eine reine Wiederholung, 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 wie lange der Mensch das die ganze Zeit getan, getan, getan hat, also hier diesen Kreislauf. Und aufgrund der häufigen Wiederholung hast du das Gefühl, ja, der ist smart, der weiß, was er tut. Logisch? Beispiel, wer schon mal irgendwo hier Drive-In irgendwo gewesen, McDonald's, Burger King, dann kennst du das, ne? Irgendwie, willkommen bei McDonald's, was darf ich dir tun? Da verstehst du meistens gar nicht, was die gerade sagt, weil, ist jetzt sauschlau? Ne? Wahrscheinlich 17.000 Mal den gleichen Satz runtergekotzt. Und schon denkst du, okay, Entschuldigung, was war das? Ja, wir kommen bei McDonald's, was kann ich wissen? Deswegen, Fazit, ist nicht bei McDonald's. Ganz einfach. Oder werd wie Leonardo Vegetarier.
Gut, Alexander. Wie ist das jetzt, beziehungsweise wie siehst du das, gibt es tatsächlich das, dass manche mehr visuell lernen, mehr auditiv lernen? Beziehungsweise wie kann man sich das denn da auch mehr zunutze machen? Also wenn man jetzt zum Beispiel mehr visuell macht, wie kann man sich das besser zunutze machen? Auf der anderen Seite gibt es ja auch ständig Informationen, die einfach nur auditiv sind, die ja gar nicht visuell sind, wie man da irgendwie auch einen Ausgleich schaffen kann. Weil wenn jetzt ganz viele Sachen auditiv reinkommen, du aber irgendwie merkst, okay, das meiste sickert durch und weißt es irgendwie nicht einverstanden aufzunehmen, wie kann man das so irgendwie auffangen, dass man es trotzdem aufnehmen kann? Mhm. Also zum einen, sehr, sehr gute Frage, glaube ich, dass jeder Mensch seinen Sinneskanal plus minus so einen Zugang dazu hat und den auch plus minus weiß. Da gibt es Studien, da gibt es Techniken, die du das rausfindest. Machen wir hier tendenziell nicht, weil ich den Nutzen schon vorher kommuniziert habe, 1 bis 3 Bücher pro Tag. Was ich allerdings auch mache, gerne, erinnere mich bitte dran, wie schaffst du es auch beim Hören von Hörbüchern, wer hört welche permanent? Wer hört sie auf normale Geschwindigkeit? Wer macht sie höher, die Geschwindigkeit? Wie hoch? 1,5? Okay. Ja. Doppelt? Okay, also mindestens doppelt. Ich habe nie ein Hörbuch unter 2,3, 2,5, mindestens. Brauchst aber einen guten. Englischsprachige Dinge schwieriger, gebe ich zu. Manchmal da 1,5, 1,7, geht aber auch mittlere. Und einige, wie Eckhart Tolle, kannst du vierfach hören. Nur dann hast du die Wirkung verfehlt. Den kannst du ja jetzt schon doppelt so schnell hören. Und da hast du die Wirkung verfehlt bei Eckhart Tolle, genau. Weil es geht ja darum, nicht ne, sondern Diane, Entspannung. Zum Beispiel Eckhart Tolle, einer der wenigen Menschen mit seiner Stimme, Präsenz bringt er mich runter. Wenn ich merke gerade Alarm, Eckhart, safe. Hab ihn live gesehen letztes Jahr, war sehr cool. So, bedeutet, der lernt relativ schnell, findet sich zurecht, der langsam, allerdings je nachdem, was du tust oder nicht tust. Freunde, magischer Satz, aufpassen. Mit der Zeit überholt Fleiß das Talent. Magisch, weil pass auf, die große Falle. Kennt ihr noch die Kids aus der Schule oder Menschen aus deinem Alltag, wo du denkst so, boah, das ist ja Wahnsinn, wie der Netzwerk, wie der kommuniziert, wie der Dinge kann, das ist ja High Potentials, meistens in der Schule. Kennt ihr die noch? Pass auf, häufige Falle, die haben, die merken ja, okay, ich bin scheinbar ein bisschen an anderen Kids überlegen. Das heißt, die sind von einem besonderen Talent gesegnet, Lotterie hat zugeschlagen, die haben Glück gehabt, die richtigen abgeräumt. Aufgrund dessen allerdings, weil dieser Mensch weiß, ich habe ja eh Talent, verlässt er sich meistens darauf und sehr, sehr häufig belegen die Studien, also habe ich in Büchern häufig gelesen, dass diejenigen, die von Anfang an dieses Talent bekommen, meistens später auch dann nur Mittelmaß werden. Einfach, weil sie merken, ich kann es ja. Und derjenige, der tendenziell hier so, der Mankiewicz langsam denke, wie viel kennen Vera Birkenbiel? Ja. Fand ich geil, sagt sie, ich war so gefrustet, ich habe nichts gerafft, nichts verstanden. Und aus diesem Frust, sie hat ja die Bücher, hat sie rauf und runter, Vorträge, raufgesprochen aufs Tonband, um das ganze Wissen reinzuquatschen, weil sie beim Kunden dann war, dann hat sie das vorher alleine in ihrem Zuhause, hat sie das schon 40, 50, 60 Mal reingequatscht, den ganzen Vortrag 2 Stunden ins Tonband, damit sie vor dem Kunden dann brillieren kann und die denken, was für eine geniale Frau. Crazy, ne? Crazy. Gut. Und diejenigen, die tendenziell nicht so gesegnet sind, das sind diejenigen, die sagen, okay, ich kann es aber mit Fleiß ausgleichen, vielleicht Fleiß hier noch dazu. Und das sind die meistens, die dann die mit der Genetik, mit der guten Genetik dann tatsächlich überholen. Und mit der Zeit schlägt das kleinere Talent mit sehr viel Fleiß denjenigen, der großes Talent hat, allerdings wenig tut. Das ist wahrscheinlich auch, was Edison gesagt hat. Genie ist nichts anderes wie 1% Inspiration und 99% Transpiration, Klammer auf, Schweiß, Klammer zu. Kann ich bestätigen. Ja. Okay. Dritte Geschichte ist noch, hat dieser Perkins rausgefunden, Nummer 3 war, wenn du die richtigen Strategien und Werkzeuge bekommst, Strategien plus Werkzeuge, dann geht es umso schneller. Und die exzellente Nachricht für dich, deswegen sind wir hier. Ich würde auch gerade sagen, ganz wichtig, also eigentlich machen wir hier gerade das Tabula Rasa, was gehirntechnisch zwar cool ist, du schreibst viele Sachen rein, allerdings vom Lerntechnischen, auch wenn du merkst, dass ich jetzt so ein bisschen kreativer unterwegs bin, damit das leichter bei dir reingeht. Dennoch, wenn du lernst, schreib dir am besten jetzt kurz aufs Blatt Papier, wegen Pausen.
alle 20 bis spätestens 45 Minuten. Unterschätzt die Wirkung nicht. Wahnsinn. Weil es gibt sowas wie die Primacy und Recency-Effekt. Schon mal jemand gehört? Primacy-Recency-Effekt? Sehr gut. Funktioniert nach diesem Prinzip. Deswegen würde ich auch unbedingt vorschlagen, eine kleine Pause. Also ich bin wirklich kein Freund von Pausen. Beim Erfolgsmaster am liebsten würde ich alles durchstreichen, weil die Zeit ist kostbar. Allerdings, das Ganze kannst du dir so merken, wenn der Mensch jetzt anfängt, mit dem Stoff zu lesen, zu lernen, dann nimmt er gerade in den ersten paar Minuten den Stoff viel leichter auf, weil die Festplatte ist jetzt gerade nach einer Pause, die vorher hier war, da ist eine Pause dazwischen, ist gerade so ein bisschen entspannter und das Wissen wird gerade einsortiert und jetzt fängst du wieder an, den Stoff zu lesen, lernen, lernen, die ersten paar Minuten sind produktiv, produktiv, dann geht es wieder runter und irgendwann sagst du so, ich mache jetzt Pause. Kurz bevor du aufhörst, dann ist ja wieder das, was als letztes, also Primacy, erste Informationseinheit, Recency, letzte Informationseinheit, die reinkommt, die wird auch zusätzlich besonders stark abgespeichert. Da machst du eine Pause und das Gleiche fängt wieder bei Null an. Verständlich? Das heißt, wenn du schnell vorankommen möchtest, immer wieder kleine Pausen. Ich habe 4 Sanduhren zu Hause, 5 Minuten, 10, 30 Minuten, 60 Minuten. Permanent drehe ich die Dinger neben dem Laptop. Mega. Nicht eine Uhr, die piepst oder sowas, sondern Körnchen, die runtersickern. Visuell super gut. Nächste Informationseinheit, kleine Pause, Gehirn sortiert gerade ein. Wieder fängst du bei Null an, du lernst so viel leichter, produktiver, schneller. Und wie hat dir das letzte Video gefallen? Schreib unbedingt deine Anregungen, Wünsche, Ideen oder Fragen unten in den Kommentaren, damit ich weiß, was dich beschäftigt. Zudem 2 kurze Dinge. Wenn du das praktische Erfolgswissen, was du auf diesem Kanal findest, in hunderten von Videos nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere gleich den Kanal bzw. hol dir den nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro, genau passend zu diesem Thema, das Ganze als Geschenk von uns on top. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.